Hallo und herzlich willkommen bei Wien IT Business Solutions. Mein Name ist Benny und heute zeige ich euch, wo ihr die Fahrtkosten entweder pro Kilometer oder auch pauschal definieren könnt. Dazu gehen wir in die SA20. Genau, oder eben auch Stammdaten, Auftrag und dann dort die Ticket sonstige Einstellungen. Und hier haben wir schon den Reiter Fahrkosten. Hier sehen wir jetzt schon, ich habe hier schon zwei Pauschalen angelegt. Einmal für 5 Kilometer Umkreis, einmal 10 Kilometer Umkreis oder eben die pro Kilometer. Genau, das steht jetzt hier nicht dran, aber das ist der pro Kilometer. Genau, also wie die angelegt werden, das sind ganz normale, eben ganz normale Artikel. Ich zeige euch das fix in der AV. Kosten. Genau, das wäre eben dieser hier. Der ist mit der Mengeneinheit Kilometer versehen. Und der kostet 9,99 Euro pro Kilometer. Das ist teuer, aber bei den aktuellen Spritpreisen nicht verwunderlich. Und dann haben wir eben noch die Anfahrtspauschale. Genau, diese zwei. Die sind als Stück angelegt. Können wir aber auch gerade kurz umswitchen auf Pauschale. Dann wäre das nämlich sauber. Und wahrscheinlich der nächste noch. Nein. Schauen wir mal, Anfahrt. Genau, der ist schon. Und dann machen wir den noch auf die Pauschale. So, wenn wir die quasi dann angelegt haben, dann können wir die hier hinzufügen und auch noch gegebenenfalls einen Faktor für den Mitfahrer definieren. Das heißt, wenn ein Kollege, der die initial die Buchung tätigt und die Fahrtkosten auswählt, der wird dann eben zu 100%. Und der Mitfahrer, wenn jetzt noch im gleichen Auto jemand mitfährt und für den wird auch mitgebucht, für den wird dann in dem Fall nur die Hälfte berechnet. Das heißt, für Fahrer, den Fahrer wird eben die 9,99 berechnet pro Kilometer und für den Mitfahrer dann dementsprechend nur die Hälfte. Und das gleiche kann ich natürlich hier auch für diese Pauschalen definieren. So, wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich ins CRM und kann das dann hier quasi pro Kunde definieren. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Musterfabrik, der hat jetzt hier den ganz normalen Fahrkostenartikel pro, aber ich kann jetzt dem auch sagen, der wohnt bei mir gerade um die Ecke, der kriegt die Anfahrtspauschale für 5 Kilometer. So, speichere das Ganze und wenn ich jetzt ein Ticket mache für die Musterfabrik, und ich sage Fahrtkosten, kriegt er hier automatisch diese Anfahrtspauschale. Und in dem Fall zieht er mir jetzt hier die 12 Kilometer, weil das hier im CRM noch falsch eingestellt ist. Weil das wäre dann nämlich 1, wenn ich das hier auf diese Pauschale stelle. Dann ist ja immer eine Pauschale. Und dann sage ich hier speichern, einmal das wieder raus und wieder hinein. Und dann passt er mir das automatisch schon an. Und dann wird eben eine Anfahrtspauschale dementsprechend hier abgerechnet. Das heißt, da müsst ihr auch noch drauf achten, je nachdem, ob ihr eben hier pro Kilometer den Fahrtkostenartikel drin habt. Dann wären es tatsächlich die Kilometer, die ihr zum Kunden bringt. Das waren vorhin die 12 Kilometer. Oder ihr könnt auch eben sagen, ich mache eine Pauschale draus oder ich rechne meine Kunden in Pauschalen ab. Wenn die im Umkreis von 5 Kilometer wohnen oder von 10 Kilometern, dann wäre das dann hier oben bei den Fahrkosten dann dementsprechend eben nur eine 1. Genau, dann haben wir noch diesen hier. Das heißt, hier kann man eben noch die Fahrkosten manuell ändern, auch wenn es aus dem Routenrechner kommt. Das heißt, normalerweise, wenn der Routenrechner aktiv ist, das ist ein separates Modul, wo sich quasi eine Google API bedient und dann anhand von eurem Standort eben ausrechnet, wie viele Kilometer an Fahrstrecke, kürzester Weg, ist der Kunde von euch entfernt. Genau, und dementsprechend wird es dann hier direkt übernommen. Das heißt, ihr müsst jetzt hier gar nichts eintragen, sondern das zieht sich dann eben alles von dieser Google API. Genau. Video zum Routenrechner verlinke ich euch hier oben rechts. Genau. Gut.
Das war es auch schon zum Thema Fahrtkosten, pauschal oder pro Kilometer im CRM und dann später auch im Ticket erfassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, ciao.